Also ich wollte noch ein paar Worte sagen zu den Wirkungen, den Auswirkungen der heutigen sehr vereinfachten Recherchemöglichkeiten, die ich natürlich auch nicht missen möchte. Ich könnte ich gar nicht gut drauf verzichten, aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie das unterschiedlich läuft. Ich hatte mit einer Figur, einer Bronzefigur zu tun von einem bestimmten Künstler, die stellt den Teufel dar, oder einen Teufel, und ich habe aus wenigen Indizien, aus Briefen und so entnommen, dass man diesen Teufel damals Bitru nannte. Bitru. Und ich wollte mir diesen Namen erklären, weil der musste ja irgendeinen Sinn haben. Ich habe erst überlegt, ob es Englisch sein soll, Bitru, sei wahr oder so. Und dann habe ich monatelang, muss ich sagen, natürlich nicht ausschließlich, aber immerhin, monatelang mir die gesamte Literatur zu Teufeln durchgesehen, bis ins 16. Jahrhundert zurück. In der Staatsbibliothek mir diese Bücher ausgeliehen, bin auch immer wieder mal vereinzelt auf den Teufel Bitru gestoßen, der aber nur einer von tausenden von Teufeln ist, und habe die moderne Teufelsliteratur gelesen, die alte, und bin nie drauf gekommen, wie so waren damals sich um 1900 mehrere Leute einig, dass dieser Teufel Bitru heißt. Und ich war dann eigentlich am Ende der Verfahrensstange, da ging nichts mehr. Und nur so aus Routine habe ich im allgemeinen Lesesaal der Staatsbibliothek mal eine ungefähr fünfbändige Bibliografie der Freimaurer herausgezogen. Das war so ein Instinkt, aber was heißt schon Instinkt, wenn man jedes Buch nimmt, das, wo man denkt, da könnte was sein. Und da kam plötzlich der Bitru drin vor. Und da kam raus, dass das Ganze eine Betrugsgeschichte im späten 19. war, wo einer sowohl die Freimaurer als auch die katholische Kirche, wie sagt man, da angeschmiert hat. Eine tolle Geschichte, und die ist auch sehr berühmt gewesen damals. Und wenn man dann das mal hat, dann öffnet sich alles wie von selber. Plötzlich findet man weitere Bitru-Karikaturen und Literatur aus der Zeit, ist ja alles vorhanden. Wenn Sie heute wissen wollen, warum ein Teufel Bitru heißt, geben Sie das Wort Bitru ins Internet ein und haben sofort alle diese Erklärungen. Das ist sehr effizient natürlich, gell? Aber man kann sich leicht vorstellen, dass das andere mehr gebracht hat. An Vorstellungen, an allgemeiner Bildung, an Wissen, an Vernetzung von Einzelinformationen, ist mir auch ganz wichtig. Das ist heute innerhalb von 10 Minuten erledigt. Das hat mich damals ein halbes Jahr gekostet. Sehr ineffizient natürlich, in gewisser Hinsicht. Es sei denn, das berühmte Surfen beginnt, dass man sagt, aha, ich lande jetzt auf der Webseite, und da werde ich dann jetzt weitergeführt. Also ja, aber ich glaube, es ist ein ähnliches Phänomen wie beim Fernsehen, da ist es ja getestet worden, wie wahnsinnig wenig die Leute sich merken von dem, was sie da sehen. Dass sie übers Fernsehen einem Kind nicht beibringen können, wie man eine Tasse hält. Also da bin ich schon sehr skeptisch. Im Rahmen der Effizienz ist es natürlich großartig, sie kriegen ganz schnell ganz viele und auch sehr spezielle Antworten auf ihre Fragen, und die sind auch besser, als sie früher waren. Es wird ja von alten Leuten oft gesagt, der Brockhaus war besser als das Internet. Das finde ich nicht. Also, wenn man auf einem Gebiet sich wirklich gut ausgekannt hat, dann war der Brockhaus auch ganz schlecht. Erstens in dem, was er sagt und was er nicht sagt und wie er es wertet, und oft natürlich auch sogar noch Fehler. Da ist das Internet besser, denn da kann ich ja noch, wenn es jetzt nicht gerade politische Themen sind, kann ich ja hinschreiben und sagen, das stimmt nicht, was er da sagt. Die Quelle sowieso sagt das Gegenteil. Und das habe ich auch schon gemacht, das finde ich auch ziemlich attraktiv. Aber ich glaube, dass diese Möglichkeit, auf die Antwort einer Frage völlig zielgerichtet durch die Aneinanderreihung von 5 Buchstaben oder 20 Buchstaben zu kommen, zwar extrem günstig ist, aber zu Vereinzelung der Erkenntnisse führt. Und wenn es nicht vernetzt ist, das Wissen, dann kann man es sich auch schlecht merken. Das hat ja dann gar keinen Sinn. Man musste sich früher, wenn man irgendein Wort hatte, ein Fremdwort, musste man sich ja erstmal überlegen, kann ich im Fremdwörterduden nachschauen? Oder muss ich da schon in ein musikwissenschaftliches Fachlexikon gehen? Oder lieber doch Theologie und Kirche? Das ist schon ein solcher Prozess, Denkprozess, bei dem ja ständig, so wie das Hirn funktioniert, das eingeloggt wird. Das gehört dahin, das gehört dahin, nein, damit hat es nichts zu tun, ich brauche was Spezielleres, es ist kein allgemeiner Begriff. Ja, was meinen Sie, wie das Hirn da sich festsaugt an diesem Begriff? Und dann radeln Sie, setze ich mich aufs Fahrrad, muss in ein Institut fahren, weil dort dieses Lexikon steht, muss meinen Mantel abgeben, muss meine Karte vorzeigen und habe dann die Erkenntnis, was dieses Wort bedeutet. Das schreibe ich mir dann auch auf und dann nehme ich es mit nach Hause. Das ist die traditionelle Methode. Es fällt alles jetzt weg und da mache ich mir Sorgen.
Wie gesagt, die Effizienz ist im Ende, was ich jetzt alles per E-Mail mache, könnte ich per Papier nicht schaffen. Also so gesehen sehe ich das auch an mir selber. Die Effizienz hat enorm zugenommen, auch der Anspruch an Schnelligkeit. Also die paar Leute, mit denen ich noch per Brief wechseln muss, das ist für mich wirklich wie gehen in tiefen Schnee oder Schlimmeres. Weil jemand denkt, das stimmt ja schon alles nicht mehr, bis du das hast. Aber ich gebe zu bedenken, dass das unsere Hirntätigkeit und Fähigkeiten beeinflussen wird. Mehr will ich nicht sagen, ob man das jetzt digitale Demenz unbedingt nennen muss. Aber es wird sich ändern. Es hat sich im 5. Jahrhundert vor Christus sehr stark das Hirn geändert, zum Beispiel in Bezug auf Mythen und Homer, als das erstmals aufgeschrieben wurde. Seitdem konnte niemand mehr den Homer auswendig. Es hat sich im 16. Jahrhundert nach Christus durch die Erfindung des Buchdrucks sehr geändert, dass niemand mehr den Psalter auswendig konnte. Das war das klassische Stück Bibelliteratur, was jeder halbwegs fromme Mensch konnte. 150 Psalmen auswendig auf Lateinisch. Das hat ab dem Moment keiner mehr gekonnt. Und diese Stufe, diese digitale Stufe, ist ein durchaus vergleichbarer, wenn nicht einschneidenderer Einschnitt. Und das ist nicht vorstellbar, dass das nicht unsere Hirnaktivitäten sehr stark beeinflussen wird. Wie auch immer.